Guten Abend, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja. So. Wir waren heute Morgen, waren wir am Fortschlachten machen, aber haben zu wenig Mitspieler gefunden und heute, also heute, ja, jetzt am Abend sollten eigentlich mehrere online sein. Wir haben leider einen Kristall verloren. Aber den erobern wir wieder zurück. Komm schon, Karte. Ich will schauen, ob das Wort noch uns gehört, aber scheinbar schon. Ja, ich bleib noch hier. Zur Sicherheit. Komm, Karte. Nicht so langsam. Heute ist wieder extrem langsam, die Karte. Ja, mir geht's gut momentan. Und euch hoffentlich auch. Jetzt kommen vermehrt die Reichsschlachten dran und andere Sachen. Und ich levele jetzt mal den Beschwörer. Und dann kommt der Beschwörer später dran, weil er ja heilen kann und immerhin etwas machen kann. Aber eben, das kommt danach. Dann brauche ich noch ein bisschen Zeit. So. Hier hat es überall Low-Mobs. Ach komm, Karte. Ja, bei 9% kannst du auch noch nichts an sein. Bist du faul? Heute so richtig faul. Ackersberg. Gehen wir nach Ackersberg. Komm jetzt. Lad endlich. Ja, du Gott. Nun gut. Ich weiß noch früher, da ging die Karte immer sofort, aber seit irgendwie einem Jahr oder so. Geht eigentlich nichts mehr mit der Map, weil sie einfach nicht ladet. So, ich gehe mal bei Ackersbrücke. Das ist die Ackersbrücke scheinbar. Nein, das ist die obere Brücke. Dann gehen wir mal zu Ackersbrücke unten. So, schauen gut, ob hier irgendwo ein Eis auf uns wartet. Aber wieso greifen sie jetzt Alsius an, wenn wir doch bei den Sylten die Edelsteine haben? So, großes Wiesel. Die geben aber auch keinen Loot. Also die normalen Wiesel geben keinen Loot. Oder fast keinen. Also ich habe bisher nichts Anständiges bekommen. Das sind wirkliche Schwemmgegner. Ja, ja. Ich bin jetzt eine Bedrohung für einen Ritter. Ich mache so viel Damage an einem Ritter, der scheinbar, ja. Der ist wahrscheinlich über Level 50. Gut. So. Also hier werde ich irgendwo warten. Da ist zum Beispiel einer. Ich gehe mal dem nach. Der ist ja recht erfahren, also hochlevelig. Der weiß sicher wodurch. Also. Und die Map ist jetzt angezeigt. Ja. Uns ist recht viel rot. Gut. So, du bist jetzt auch bald da. Ja. Den Baum musst du nicht mitnehmen. Nimmt er den Baum, schiebt er vor sich hin. Aha. Okay, ich wollte eigentlich... So, jetzt. Nicht geschaut. Ich muss ja nicht so schnell sein. Und die sieht man eigentlich recht weit. Lauri Venduro. Die kenne ich auch. Vom Namen her, aber nicht persönlich, also nicht vom Chatten her. Six Speed. So, schauen wir mal. Algaroswort, oh. Wieso gehst du zurück? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Ich will nicht sterben. Ich will doch nicht sterben, Mensch. Aha, schaut mal her. Ganz viele. Oh, sind das viele. Ja, damit muss ich keine Angst haben.
Ja. Sprung ist. Oh. Ich will nicht angegriffen, ne? Ich will nicht angegriffen werden, hatte ich gesagt. Wie viel Reichweite haben die? So. Wahrscheinlich, weil ich mich gebufft habe. So. Und Ignis hat das Agerbock eingenommen. 14 Minuten für die Belohnung, sehr schön. Gut, gut, gut. So. Schön, schön. Recht viel da. Einen, den ich gut kenne. Ice Comet ist hier. Den kenne ich gut. Der Reiten kenne ich. Sur kenne ich. Sonst sind recht Unbekannte hier. Außer also ich weiß jetzt gerade, erinnere mich gerade nicht an ein Ding. Ah ja, Bella ist noch ein bisschen bekannt. Und das ist so eine der Pets. Ja, das ist die Herne, die dunkle. Das ist ein Pet, das kann man kaufen. Ich kann euch das kurz zeigen. Wenn der Shop auch mal geht. Und so war hier. Mohor-Begleiter für 4000 Ximmerin. Das ist aber etwas, was ich überhaupt nicht brauche. Und das auch für 4 Euro viel zu teuer ist. Da ist zum Beispiel auch eins und was anderes. Das ist der Weihnachtsgolem, Goblin. Okay. Ich weiß jetzt nicht, an welche Weihnachten es das gab. So, jetzt wird wahrscheinlich bald angegriffen. Ich brauche Eisen am Bord. Oh Gott. Ich brauche Eisen am Fort, unbedingt, ich will kloppen, kloppen. Was ist das eigentlich für eine Rüstung? Die sieht recht geil aus. Das ist sich so eine Dungeon-Rüstung. Ich glaube, die Dungeons sind auch aus. Bin jetzt mir nicht ganz sicher. Ja, werden wir mal schauen dann, wenn wir dann hochlevelig sind. Aber leider geht alles in Regnum recht langsam. Aber es ist auch etwas, es ist, man hat dann ein Ziel und wenn man es geschafft hat, ist man auch ein bisschen glücklich darüber. Und da ich ja jetzt, da ich ja recht viel aufnehme, geht es bei mir auch ein bisschen länger als bei Leuten, die nicht aufnehmen müssen. Da oben ist ein Zierte. Greifen wir sie an, greifen wir sie an, wir greifen sie an. Greift sie an, stunt sie, stunt sie. Ich will auch ein bisschen kloppen. Ich will sie treffen, ich will ihn treffen. Oder ist es denn sie? Genau, jetzt komm, angreifen. Yay! 2 Königsreichspunkte, also ist er nicht so schwer gewesen oder so. Oder hat er sich aufgeteilt? Ich weiß jetzt nicht, so viel haben mitgekloppt. Aber ist auch gut, 2. Wie viel habe ich dann jetzt? Das sieht man nicht hier, das sieht man hier. Da kommen sie. Oh, sie greifen mich an. Ja genau, sie stunnen mich. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich will nicht kloppen. Ja, das geht natürlich nicht. Nein, nicht angreifen. Ich bin der Unschuldige. Ich mach doch nichts. Hm. Mecke, mecke, Tante, Tante. Oh, jetzt kommen alle zusammen. Ich hau lieber ab. Ja, ich bin tot. Ich wollte doch abhauen. Ich. Oh, Mann. Es ist so blöd manchmal. Die Süden wollen natürlich das Wort einnehmen und die Eisen kommen auch und dann kommen alle auf uns. Es ist manchmal richtig blöd. Aber wir haben den Vorteil, dass wir ins Wort rein können. Wenn die halt. Ja, wenn die halt sterben, dann. Dann können sie immer noch, also wenn zu viele sterben, können sie immer noch fliehen. Und hier hatte ich gerade Grafikfehler. Gut. Wir in der Zange. So, wir gehen jetzt mal zu diesem Fort hier. Das ist das Menderia Fort.
Und schauen, ob man dann eine. Wenn dann einer wieder losgeht, ich will einfach ein bisschen Bodyguards haben. Ungewollte Bodyguards will ich haben. So, genug Zeit haben wir noch. Der Part hat ja erst vor 10 Minuten angefangen, das ist gut. Push an Bogis. Ambitious. Alle Direktor klicken, Leute. Ja. Ja, hier ist wahrscheinlich niemand. Bitte, haben Sie einen Spieler hergesehen? Wieso komme ich immer verkehrt herum hier rein? Wir sind jetzt der Wächter vom Fort. Vom Minria Fort. Aber leider muss ich schon wieder weg. Tschüss, Leute. General Drago Basler geht auf Reisen. Ja, nein, das Argusburg Fort wird angegriffen. Hätte ich jetzt niemals gedacht. So, wie viel haben wir? 62. Was können wir hier? Aha, man kann noch mehr ein... Ah, cool, das ist wahrscheinlich neu. 15 Gesundheitsregeneration, geht das schneller? Ich kenne gar keine Items davon. Bewegungsgeschwindigkeit, ich hoffe, ich bekomme bald mal ein paar Items, damit ich einfach nicht so lange laufen muss. Vielleicht ist es dann ein bisschen spannender. Sorados Kill um. Skill um? Das Riesenwiesel. Ein Mythos rankt sich um dieses Riesenteil. Sieht aus wie ein Schniepel. Ein Schniepel. So. Oh Mann, Sorados Killum. Weil du es sagst? Ja, Sunny, merkst doch, dass es nichts bringt. Ja, du merkst es schon. Ja, was machen wir jetzt? Soll ich wieder helfen? Ich mit meinen 3000 Leben. Gott, oh Gott, Gott. Mein Ding hatte ja schon fast mehr. Mein Beshi. Der ist immer noch hier am Leben. Lol, der ist immer noch hier. Ist der süß. Wie heißt der eigentlich? Ich muss nochmal kurz schauen, wie er heißt. Wo ist der jetzt? Da. Maliposch. Mapilosch. Der Mapilosch. Ich glaube, Barbaren sind ein bisschen besser gegen Ritter. Ich glaube schon, dass ich den besiegen kann, wenn ich im gleichen Level wäre. Ja, und was soll ich jetzt machen? Jetzt haben wir das erobert und ich warte einfach hier irgendwo. Unter der Brücke. Unter der Brücke. So. Wir warten unter der Brücke auf Spieler. Sieht man die so? Man kann rein? Man kann einfach mal rein. Mal ein bisschen Brücke wohnen. Aha. Sieht man das Gesicht nicht? So muss ich halt noch ein bisschen weiter reingehen. Irgendwie findet man ja schon ein genug schönes Plätzchen fürs Brückenwohnen. Der hat mich gesehen. Hallo. Da kann man sich auch... Nö. Ich gehe wieder unter die Brücke. So. Ich weiß jetzt nicht, ob die wieder kommen. Aber scheinbar nicht. Wo bist denn du wieder hin? Wohin bist du? Wo ist der hin? Ist der über die Brücke? Hm. Na gut. Ich sterbe ja sowieso beim nächsten Anblick von den Hasen. Ich erzittere von der Kaltblütigkeit von den Hasen. Ich bin noch ein ganz kleiner, wisst ihr.
Ich bin noch nicht sehr erfahren. Ich bin erst Level 36. Da ist jetzt einer. Der Lump von Klingenberg. Aha. Ich will gerne. Ich will gerne eine Party oder so. Aber scheinbar sind es 8 Partys, da will ich jetzt nicht fragen. Weil ich bin zu nichts Gute. Ich bin einfach mal gar nichts. Ich könnte jetzt ein paar Monster kloppen. Aber das wollt ihr ja nicht sehen. Da sind ein paar. Oh, der Grinch. Der Grinch ist hier. Grinch-Kostüm. So. Dann gehen wir mit dem nicht. Oh, der hat einen schönen Bogen. Ich will wissen, was das für Bögen sind. Also, es gibt ein paar, die mir helfen. Also, wenn ihr wisst, was das für ein Bogen ist, wenn ihr es seht, dann dürft ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Dankeschön auch an denjenigen, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, der mir geholfen hat beim, ja, wenn ich im vorherigen Part gefragt habe, was das für ein Boss ist, wie er heißt. Und, was es irgendwie bringt oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön dafür. Ich bin halt nicht so gut im Merken von Namen. Die hauen ab. Ah, das sind ja ein paar. Gut. Dann bin ich wieder ein bisschen sicher. Oh, aber das sind viele. Die greifen mich zuerst an 100 Pro. Sind einfach manchmal fein. 6 Schaden hast du angerichtet. Boah. Ich bin so ein Feigling. Man hat so einen ehrfürchtigen Einblick, wenn man weiß, alle sind so Level 60 herum. Oh, das ist eine Giftwolke. Das ist sicher ein Hexer gewesen. Die haben so Giftwolken und Eisschläge. So Eiskometen. Ich glaube, ich hau ab. Tschüss. Dagegen haben wir keine Chance. Und was hat der für eine Axt? Boah, manchmal sind die Items schon übertrieben bei Champions of Regner. Schade, wir schaffen es nicht. Ich hätte gerne mitgemacht. Wenn so 1 gegen 100 Ignen sind, dann kann ich ja mal mitmachen, aber so nicht, dass ich zeige jetzt nur. Ich bin der Kameramann und zeige euch hier das spannende Spiel Champions of Regner. Hier ist eine richtig große Schlacht zwischen den Ignen und den Alsen. Spannung nicht auszuhalten. Da muss man gleich mal tanzen. Tanzt man, kommt, tanzt man, nicht immer Krieg machen. Oh, einer von uns ist gestorben. Ja, ich hau ab. Ich habe keinen Bock jetzt zu sterben. Nein, ich hau ab. Nächstes Mal schneller laufen. Oh Gott. Sind halt nicht alle Barbaren, die schnell laufen können oder Jäger und Schützen. Ja, jetzt kommen wieder ein paar mehr. Aber ihr müsst lieber auf der Brücke warten. Es sind echt viele. Okay, oje, oje. Gibt es keine guten Igen, die man mal gegen 60 aufräumen kann? Ich habe irgendwie so das Ding, dass jetzt hier irgendwo ein Jäger ist, wo mich angreift und stunt und dann kommt eine Armee und schlagt mich. Sowas von tot. Oh. Jetzt sind weniger hier. Saftladen. Die Gilde kenne ich irgendwie. Ich war ja bei Alcius und Saftladen ist, glaube ich, wo ich manchmal dabei war gewesen bin. Ich bin jetzt nicht mehr sicher. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Chancen. Gut, jetzt können wir auch ein bisschen mit der näher herangehen und das Aggersburgfort einnehmen. Hoffentlich kommen dann noch mehr. Zeit haben wir noch, gut. Ah, das sind ja noch andere, gut. Die kommen da über die Berge.
Schön, jetzt, jetzt. Ah. Boah, was ist denn das für ein langes Schwert? Ich glaube, ich werde die coolsten Schwerter und so einfach mal behalten und... Oh, der macht viel Schaden. Ich will einfach angreifen. So. Da ist noch einer zum Angreifen. Nein, nicht mich. Nicht mich angreifen, das ist... Boah, ist der fett. Sind die so fett? Boah. Ja, könnt ihr mich nicht beschütteln? Ich wollte doch zeigen. Ich kann hier noch ein bisschen zeigen. Einfach in Schwarz-Weiß. Also, heute ist Retro-Day. Heute ist das in Schwarz-Weiß. Und ihr seht hier eine Fortschlacht aus den 1930er Jahren. Während des Zweiten Weltkrieges. Und scheinbar gewinnen wir, ja. Habt ihr das nicht früher machen können? Dann hätte ich überlebt. Oh, das ist noch ein so ein Zwergl. Ein kleiner Zwergl. Wie heißt der? Wie heißt der? Milchreis. Das ist der. Yay, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich schaffe. Ja, toll. Pff, ich mag Barbaren jetzt gerade nicht. Ich bin selber einer, aber ich mag Barbaren nicht. Die kloppen mir einfach mal 1000 Schaden. Und ein Meteoriten noch drauf. Genau. Kloppt ihn mal tot, bis ihr... Wow, der ist stark, der ist richtig zäh. Ich hoffe, er heilt mich wieder. Ich gehe dann einfach wieder ein bisschen weiter weg. Und, jo. Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich bald geheilt. Ja, er muss halt andere. Er weiß, dass ich nicht so gut bin und oft sterbe. Da ist wahrscheinlich, ja, das ist ein Bishi. Six Speed. Ice Comet. Ice Comet sieht richtig geil aus. Nicht so übertrieben. Aber auch nicht so extrem geil, aber richtig geil. So ein Mini Morgenstern oder so, das Köhle. Und so eine fette Achse. Sieht auch lustig aus. Und der Helm gefällt mir auch. Und das Schwert. Ah, ich will das Schwert. Ich will den Skin haben. Cool. Nicht schlecht. So. So sind Kameramänner, wenn man müde ist. Als Kameramann. Dann liegt man hin und die Kamera ist irgendwo hier. Unsichtbar. Mit den besten Unsichtbar-Buffs oder Hack. Wurde sie dorthin gestellt. Und es ist so eine Kamera, dass die Kamera von hier hinten aufnimmt. Also, ihr seht es, man kann mit der Kamera zoomen. Und ich erzähle nur Scheiße, ich weiß. Yay! Juhu! Ich bin wieder da, jetzt endlich wieder mit Farbbild. Wunderbar. Mana, please. Gib mir... Ah, Milchreis, du musst doch sterben. Ja, komm, gib's mir. Einen habe ich gelobt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Ding überbekomme. Oh, ich mach Damage. Der killt mich jetzt denn. Nein! Wie viel Mal bin ich jetzt gestorben? 1, 2, 4 Mal oder was? 3 oder 4 Mal. Und 5-mal sogar. Sehr geil. Ja. Leider haben sie es jetzt wieder nicht geschafft. Aber irgendwann schaffen wir das auch. Okay, jetzt ist gerade besser, aber da kommen wieder neue Leute irgendwann mal. Wenn sie den Bock haben. Dunkelheit habe ich bekommen, okay. Meryl. Heilt er mich jetzt? Nö. Ist egal. So. Ja. Dieser Part macht richtig Spaß. Auch wenn wir eben, wie gesagt, zu schwach sind für Reichskämpfe noch. Mitmachen können wir immer. Und sie sehen, ja, ja, ich bin jetzt nicht in der Party, aber ich will einfach nicht, dass die Beschwörer dann die Falschen heilen, wie ich, mich zum Beispiel. Oder wiederbeleben. Dann bin ich nur der Kameramann momentan.
Ja. Okay, jetzt wird hier angegriffen, also. Damit nicht neue kommen, scheinbar. Und der hat richtig gute Verteidigung. Scheinbar auch mit Ritterbuffs. Ritterauren. Okay. So, dann, okay, jetzt kommen sie wieder. Noch ein bisschen machen wir in diesem Part. Ich denke, ich werde es so machen, dass ich am Wochenende Reichsschlachten aufnehme, zeige und zwischendurch manchmal in der Woche, aber auch in der Woche unbedingt trainiere, weil ich im Part habe ich genug Zeit zum Ding, aber neben dem Part habe ich nicht so viel Zeit. Und deshalb muss ich halt das Leveln auch manchmal zeigen. Aber ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß, wenn ich ein paar Monster kloppe und Items finde. Mir macht es einfach immer Spaß, wenn ich dann wieder sehe, wow, ein gelbes Item oder ein grünes Item, wo ich überhaupt noch keins gefunden habe hier in Ignis. Bei Syrten, beim Syrtenreich und Eisenreich habe ich immer schöne grüne gefunden ab Level 30, aber hier nicht. Also, wir gehen mal zum Altar der Wiederbelebung. So. Und ja, somit beende ich den Part hier. Ich trainiere hier noch ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, was ich angreifen soll. Wahrscheinlich die Goblins. Die sind zwar grün, aber die geben wenigstens Items, nicht so wie die Pumas hier. Und im nächsten Part, wahrscheinlich kommt morgen dann auch noch ein Part. Und ja, weiß gerade, dass es so Spaß macht. Und sonst, ja, kommt dann übermorgen der Part. Muss mal schauen, wie momentan halt bei mir die Zeit so ist. Ich kann es nie vorplanen. Also, wenn ich fit bin, dann habe ich natürlich weniger Zeit zum Aufnehmen. Da mache ich Sport. Wenn ich nicht so fit bin, dann mache ich auch mit Mega Cool Man etwas oder so. Oder bin einfach hier in Champions of Regnum und chatte ein bisschen. Ja, also. Dankeschön fürs Schauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen.